Das sieht schon mal recht imposant aus. Das sind einfach schöne Autos. So, da stehen sie alle. Müssen allerdings noch warten, bis die Zeit abläuft. Das wird in 26 Sekunden soweit sein. So lange stehen die jetzt hier noch. Da waren so ein bisschen fix jetzt die Jungs. Tja, so ist es. So, da haben wir sie. Und jetzt geht's ab hier in die Formation Lab. Ja, ich lehne mich ja gerne mit Voraussagen wie aus dem Fenster, aber bei diesem Rennen halte ich mich mal definitiv zurück. Ja. So, ich überlasse dir das jetzt mal für nicht mal eine Minute. Ich muss nur mal ganz kurz in die Küche. Ich bin sofort wieder da. Gerne. Ja, wir haben gerade ja schon einen spannenden ersten Lauf gesehen. Und die umgedrehte Starterfolge der ersten 8 hier im zweiten Lauf bietet natürlich ganz viel Potenzial für nochmal eine Steigerung. Ich hoffe mal, dass die Jungs uns hier nicht enttäuschen werden. Also bisher war es immer so. Wir haben ziemlich schnelle Jungs da hinten stehen. Also sie wollen nach vorne, aber die Jungs, die ganz vorne stehen, sind auch nicht wirklich langsam. Also Action ist absolut garantiert. Tolle Fahrer haben wir ja am Start, die wissen, was sie tun. Ich hoffe, wir können möglichst alles einfangen, was hier geschieht, weil es wird einfach so viel sein, dass man nicht wieder von vorne nach hinten springen kann. Aber wir werden probieren, was geht. Ja, also mal wieder. Das war keine Minute. Nein, habe ich ja auch gesagt. Weniger als eine Minute. So. Ah, Mensch. Ja, spannend wird. Ja, ich bin auch ein bisschen. Oh, fein, fein, Herr Chili. Das haben wir doch großartig gemacht. Ja, so machen die Reifen warm und dreckig. Ja, genau. Gut, er darf jetzt wieder in die Startaufstellung, muss aber jetzt hier erstmal da. Eigentlich hätte er das ganze Feld passieren lassen müssen. Aber das ist jetzt hier schon mal in Ordnung. Die anderen machen da auch mit, lassen ihn da durch. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt so das Aushängeschild für professionelles Fahren in der Formation Lab, wenn man hier die Karre wegwirft. Naja, wir haben aber bei den Profis auch schon andere Sachen gesehen. So, jetzt macht er, was macht denn jetzt? Hält er an hier? Na, das ist spannend. Stellt er sich jetzt hinten an? Er glaubt jetzt wirklich, dass er hinten stehen muss. Das wird aber nicht gehen, dann muss er seinen Startplatz einnehmen. Ja, sonst geht die Ampel nicht an. Nee, das wird nichts, mein Lieber. Ist er das überhaupt? Ja. Gut, ich versuche das mal eben zu klären. Das wird nichts, mein Lieber Mario. Oh, geht doch an. Hä? Achso, der wird ja von alleine dahingestellt. So ein Quatsch. Ja, der wollte jetzt einfach nicht riskieren, durch das ganze Fahrerfeld durchzuflügen. Ja, ja, und los geht's, los geht's. Los geht's, los geht's, los geht's. Verpennt den Start total. Aber komplett. Und die beiden Rogue Competition schon mal richtig gut unterwegs. So, Mirko Wenzel führt das Ganze an, fragt sich nur noch, wie lange. Rambo ist schon auf 3 und König auf 4. Unglaublich. Ja, aber wenn ich das richtig sehe, Rambo jetzt Zweiter und König holt sich jetzt hier gerade Chili. Und Rambo geht hier auf Wenzel zu, muss aber jetzt hier nochmal zurückstecken. Wahnsinn, was geht denn hier vorne ab? Das ist ja mal der Oberkracher. Rambo jetzt hier. Oh, und Wenzel außen hier. Oh, hält da aber voll dagegen und König jetzt daneben. Mein Gott, der Wenzel, der wird ja weinen, wird der ja. So, genau, da muss er sich erstmal einordnen. Nächste Kurve ist er auch wieder innen eigentlich. Das war jetzt zu spät gebremst, das ist ja sofort ausgelöst. Ja, 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 ja.
jetzt ist er durch. Unglaublich, die Jungs kommen von ganz hinten, die haben aber wirklich auf dem achten Platz davon profitiert, dass auf 3 und 4 geschnarcht wurde. Das ist ganz, ganz, ganz richtig. Von daher haben die die Möglichkeit, sich noch die Kurve, die Seite auszusuchen, wo sie vorbeigehen. Während die, die ganz dicht dahinter sind, die müssen auch erstmal bremsen. Ja, Kern ist auch schon wieder auf 3. Also ja. Die drei haben mal richtig Gas gegeben in der ersten Runde. Irre. Ja, das kann man wohl so laut sagen. Und das wird sicherlich wieder ganz, ganz spannend. Aber wenn wir mal ehrlich sind, war das genau nicht so geplant. Die sollten eigentlich viel länger sich im Feld bewegen. Ja, richtig. Ja, aber vorne, ich bin mal gespannt, wie Alex diesmal dem André ein bisschen länger Paroli bieten kann, weil vorhin ging er doch sehr schnell vorbei. Na, jetzt hat erstmal König Spaß mit Karnitz. Der wird beißen. Ja. Wenn Karnitz jetzt schon die Performance hat, dann mit Sicherheit, wir gucken uns mal eben ganz kurz um. Wenzel auf 4. Auf der 5 haben wir Chili, auf der 6. Oh, hier geht's richtig, Krause auch schon wieder da. Auf der 7. haben wir Oerlich, der ist nicht ganz so glücklich, der hat, glaube ich, den Start verschneicht. Langer Hegermann auf 8. Auf der 9, Pache. Auf der 10, Kolosche, der ist richtig zurück. Appelt auf der 11. Auf der 12, Komani. Auf der 13, Donke. 14, Paschke. 15, Maid. 16, Sassmannshausen. 17, Würz. 18, Mlekus. 19, Strohmann. Und Braun auf der 20. So, jetzt gehen wir mal hier vorne zu diesem Dreier gespannt. Fehlt bloß noch, dass der Karnitz auch noch so zwei Längsstreifen da drüber hat. Und dann, dann denkst du, das wäre ein Auto. Oh, mach ihnen die Tür zu. So, und Karnitz geht. Oh, scheiße, aber auch. Ah, Mann, ist das ärgerlich. Da war er auch nicht ganz unschuldig. Ja, ärgerlich, minimal Berührung, größtmögliche Wirkung. Das, ja. Ja. Hat er Escape gedrückt? Also wir wird er hier noch auf 3 geführt. Ja, tatsächlich? 18. Nee, das ist Wenzel. 18. Auf der 18 ist er zu finden. Ach du, bist du nicht so. Na gut, dann hat sich das jetzt hier erledigt für ihn. Der wird vielleicht noch ein Stück nach vorne kommen, wird auch noch ein paar Punkte holen, wenn er mal weiterfährt. Aber da ist jetzt natürlich erstmal die Luft richtig raus, weil der war ja nur richtig gut dabei. Und für uns ist es natürlich extrem schade, weil Karnitz ist momentan hier der Einzige in dieser Grid, der da vorne Paroli bieten kann. Wir sollten bei allem Versuch, hinten die Verfolgung zu zeigen, gerade mal vorne bei den ersten beiden bleiben. Wir gehen jetzt wieder auf Start-Ziel. Dann wird sicherlich der nächste Angriff kommen vom André. Ja, Alex bitte mir die Tür zu schmeißen. Boah, guck dir das an, ne? Guck dir das an. Ja. Irre. Oh, das war jetzt nicht nett. Ja, so der Stupser. Aber das ist die Erfahrung. Das ist die wirkliche Rennerfahrung, wobei ja König auch durchaus reale Rennerfahrung hat. Wenn auch nur in kleinen Autos, aber immerhin. Ja, diesmal macht der Alex genau das, was ich im ersten Rennen schon von ihm erwartet habe, sich wehren. Mhm. Ja, er muss ja den zweiten Lauf muss er ja für sich gewinnen. Er verliert ja jedes Mal die Quali-Punkte plus die 2 Punkte aus dem ersten Lauf. Und von daher ist es natürlich dann, er hat dann immer 3 Punkte weniger. Deswegen muss er den zweiten Lauf hier gewinnen, wenn er in der Meisterschaft noch irgendwie ein Wörtchen mitreden will, weil gut, einer von den beiden mal irgendein Rennen Ausfall oder nicht teilnehmen können, dann war's das. Den anderen. Für denjenigen. Für die Meisterschaft. Ja, jetzt kommt der nächste Versuch. Es wird nur hier funktionieren, alles andere geht nicht ohne Berührung. Weil macht ihm genau an der entscheidenden Stelle immer die Linie zu. Ja. Diesmal trifft er den Bremspunkt auch gut genug, sodass der andere nicht kreuzen kann.
hier war aber jetzt ein leichter Verbremser. Auto gleich quer gestanden. So, und jetzt war es das erstmal auch wieder für diese Runde. Ja, Andreas Oerlich marschiert nach vorne. Hat sich den Achim Krause gepackt, hat den Mario und Chili überholt. Gucken wir mal, Oerlich auf 5. Nee, an Chili ist er noch nicht vorbei. Oh, wieder zurückgeholt worden. Also war wohl kurz vorbei. Hat zumindest das Lifetime angezeigt. Ja. Okay, okay. Nee, also er ist auf 5. Hat hier Spaß mit Langer Hegemann. Dann ist der Achim aber noch weiter zurückgefallen. Ja, da muss was passiert sein. Wahrscheinlich sind die beiden sich sogar in die Quere gekommen. Weil der Achim kriegt nämlich jetzt auch schon mächtig Druck vom Thomas Pache. Ja, wenn die beiden sich nicht kennen, wer sonst? Wer dann? Ja. Schau mal den Jörg Comani auf 11. Der greift gerade, glaube ich, den Felix Appelt an. Genau. Genau. Ah, Comani, der kann es ja. Der gehört ja normalerweise in die Spitzengruppe. Da wäre er ja auch gelandet. Aber es ist nun mal unglaublich schwierig. Was geht denn jetzt ab hier? Also, das ist doch mal wirklich... Ja, und Comani ist aber dann auch nicht der Typ, also König hätte jetzt hier mal so, ne, so einen kleinen Stupser nochmal so gegeben, wie er es eben bei seinem Teamkollegen war. Comani bremst dann so weit runter, dass es nicht passiert. Das ist dann so, das sind wahrscheinlich die entscheidenden Zehntel, die Comani fehlen an... Ich weiß nicht, was ich sympathischer finden soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sympathischer ist mit Sicherheit Comanis Art und Weise, aber erfolgreicher ist nun mal König. Switch noch mal eben einen Platz zurück oder zwei. Ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Vierergruppe da im hinteren Feld. Hans-Peter, ja, aber richtig toll. Hans-Peter Maid, Jörg Paschke, Fred Dunke und Stefan Karnitz kommt da wieder so ein bisschen nach vorne. Der hat schon 3 Plätze wieder gut gemacht. Boah, das ist immer mutig. Das ist mehr als mutig und das geht auch noch gut und auch noch sauber. Ohne Cut. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die Fahrer, die hier permanent auf diesen Positionen fahren, schon wissen, wer da kommt und auch ein bisschen gucken. Also da, das glaube ich wohl. Da hat er sich jetzt auch ja, mit gerechnet, würde ich mal sagen, weil wenn der andere da nicht mitspielt, haben wir ganz viele Einzelteile auf der Strecke. Habe ich da eben ein Auto... Oh! Ja, der Jörg Comani ist ausgeschieden. Ist ausgefallen. Jo. Jochen Reine steht hier mit DNF. Gucken wir mal. Oha, das sieht hier nicht so wahnsinnig prickelnd aus. Gucken wir mal, wie es hier zurückgeht, was da passiert ist. Die Reifen starben. Oh, aber voll erwischt. Aber voll erwischt. Und ich vermute mal, da ist auch der Motor aus. Wo ist denn hier mein... Ja, 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 ja. Da hat er den, hat er das Auto komplett geschrottet. Wir gehen wieder live. So, und da vorne führt immer noch Rambo vor König. Ja, beim Anbremsen ist das Auto sich quergestellt, nach innen abgebogen, dann bist du nur noch Passagier. Ja. Und wenn da so ein Trümmer da auf der Strecke steht, oh, nicht gut. Was isst du da die ganze Zeit? Studio Schokolade, ich hatte kein Abendessen. Achso, okay. Und gerade musste ich den Hustenbomber lutschen, weil meine Stimme schon wieder weggeht. Ja. Siehst du, und das sind so die kleinen, aber feinen Unterschiede. Ich weiß nicht, ob du die Situation irgendwie gesehen hast. Ich hab's gesehen, ja. Ja. König fährt so, also beim Open Wheeler wäre es im Prinzip hinten übers Hinterrad fahren. So, ne? Also hebt so kurz ab. Eigentlich müsste er nur genügend Druck ausüben und auf eine günstige Gelegenheit warten. Er übt immensen Druck aus, weil er in jede Lücke sticht, auch wenn es nur eine halbe oder eine Viertellücke ist. Und das weißt du als Vordermann natürlich. Und du weißt genau, wenn ich jetzt einen halben Meter neben der Linie bin, habe ich sofort eine Schnauze da drin stecken. Ja. Oh, das ist unangenehm, finde ich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das Auto hier schon wieder aussieht. Das werde ich den Fahrern diesmal in Rechnung stellen.
Na, hier geht es, das sah aus vom Weiten, aber hier ist schon irgendwie nicht mehr ganz die Linie. So, hier haben wir auch mal eine schöne Perspektive, was das doch für ein wunderschönes Auto ist. Das 2011er Modell. Ja, ich schaue gerade mal so ein bisschen durchs Feld hinten. Stefan Kahn ist mittlerweile auf die 12 vorgefahren, müsste sich jetzt direkt hinterm Hans-Peter Maid befinden. Das ist dann sein Teamkollege, der wird ihn durchlassen, da bin ich mir sicher. So, hier vorne hat sich das jetzt so, naja, wirklich Zweikämpfe sind das jetzt nicht. Jetzt ist es eigentlich mehr oder weniger umgekehrt. Also das erste Rennen war der Kracher, aber das war ja eigentlich auch schon nicht mehr zu toppen. Und blöd natürlich der Quersteher von Stefan Karnitz, dieser Stupser, den er da gekriegt hat. Das war aber aus unserer Sicht, würde ich das jetzt mal so sagen, reiner Rennunfall. Also da waren wohl alle Beteiligten so ein bisschen mit Schuld, beziehungsweise keiner so richtig Schuld. Ja, da ging einfach der Platz aus, da waren so ja drei Autos nebeneinander. Hans-Peter Maid, habe ich eben gesagt, der lässt den durch. Nee, das ist ja, ja doch. Also der Hans-Peter, der sagt sich lieber fahre ich mein Rennen sauber zu Ende, als dass ich mir hier so einen Wildgewordenen da anziehe. Aber momentan fightet er. Ja, gut so. Ja, Hans-Peter ist ja auch eher der Typ, der mal einen Quali auslässt, wenn ihm das Starterfeld doch zu ungestüm erscheint. Ja. Aber ein super netter, ein ganz, ganz lieber Kerl. Oh. Ja, das sah aber gut aus. Also irgendwie hat er das raus hier in der Schikane, der Herr Karnitz. Die Karnitz. Ja. So. Ja, schau doch nochmal auf 7 und 8. Ich glaube, da geht es auch noch relativ eng zur Sache. Ja, wenn der mich hier liese, dann würde ich das... Ah, da sind wir ja schon, genau. So, Daniel Lange-Hegemann gegen Thomas Pache. Ich glaube, die haben auch schon eine ganze Weile miteinander Spaß. Ja, wir haben überall im Feld, haben wir so zwei und Grüppchen, Dreier, Grüppchen. Es ist, ja... Wieder viel Bewegung da, ist toll. Ja, definitiv. Der Andrzej Druck beißt sich echt die Zähne aus am Alex, das finde ich super. Ja. Ja, man weiß es auch nicht, ob da. Der Andrzej ist kein Typ, der jetzt nur der Spannung wegen jetzt seinen Teamkollegen gewinnen wirst, auch wenn es sein wahrscheinlich bester oder mit seinem bester Freund ist. Aber die fighten schon richtig da. So. Pache momentan noch rezeptfrei. Also ohne Plan. Ja. Ja, man sagt ja auch talentfrei. Bei Dieter Bohlen sind das Körbchen bis Körbchengröße bis B. Ja, aber die beiden sind ja schön zusammen, aber das ist dann wieder die Strecke, die wirklich ein wenig Überholmöglichkeiten bietet, bis auf Startziele, wo es dann vielleicht mal geht. Ansonsten musst du hier wirklich auf den Fehler deines Vordermannes warten. Ja, oder halt einfach versuchen, hier wirklich aus so einer Kurve deutlich besser rauszukommen. Das ist ja eigentlich das Schwierige, die Coolness zu haben in so einem hitzigen Fight. Dann den anderen vielleicht mal einen Ticken eher vom Gas zu gehen vor einer Kurve, um besser rauszukommen. Dass der andere da ein bisschen übermütig durchkommt und es ihn zu weit rausträgt und dann halt dann auf der folgenden, hoffentlich lang genug Geraden, dann da vorbeizugehen. Ach ja, so. Oh, ja. Gute Entscheidung, das Lenkrad aufzumachen. Ja, genau. Ja, aber sofort ist wieder eine Sekunde weg. Richtig. So, dafür ist jetzt Appelt da hinten dran. Wir gucken aber trotzdem nochmal ganz nach vorne. Wäre super nett, wenn ich hier mal was bekäme. So, und hier ist eigentlich jede Runde dasselbe Spiel. Hier in der Mercedes Arena
König immer ganz, ganz dicht dran und schiebt und macht und tut und stupst und hin und her. So, jetzt gibt es auch noch eine Überrundung, da kommt er jetzt auch nicht durch. Ja, guck dir das an hier zu dritt. Ja. Ja. Der Überrundete hat sich gerade sicherlich gewünscht, er dürfte auf Escape drücken. Genau. Ja, bieten eine schöne Show, die zwei. Ja, schieben bei 240. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Absolut beeindruckend. Wenn du so eng hinter jemandem herfährst, siehst du nichts. Ja. Das heißt, du kannst dich irgendwie nur an Randobjekten orientieren oder und dann Strecken kenntest. Du weißt eben, okay, jetzt kommt die Kurve, jetzt kommt mein Bremspunkt, dann bremst du da eben, ohne wirklich was zu sehen, weil wenn der Vordermann bremst, du reagierst da drauf, räumst den ab. Ja. Das ist schon echt beeindruckend, ja. Das ist echt eine clevere. Oh, jetzt dreht dann um. Ja, also. Ja, das ist halt toll, so dicht, aber das muss halt auch funktionieren. Ne? Gut, ja, die beiden. Es funktioniert ja lange. Das ist also ja, ja, die schon beiden. Die ganz sind, hohe Kunst hier. Ja, das ist schon toll, was sie zeigen, aber Angie über drei. Oh, und jetzt hier aber wirklich ein Verbremser. Aber er kriegt das Out gefangen. Aber natürlich König dann wieder direkt dran. So, lassen wir die beiden mal sich austoben hier. Mirko Wenzel hat jetzt Spaß mit Andreas Oehrlich. So, hier können wir sicher sein, dass die beiden keine Show machen. Mirko Wenzel, es wäre sein erster Podestplatz, den er einfährt. Wir haben noch 9 Runden. Die werden verdammt lang werden. Ja, apropos 9 Runden. Der Alex hat sicherlich noch im Hinterkopf, dass ihm gerade im ersten Rennen der Reifen geplatzt ist. Ja, vielleicht. Ja, ja, ja. Ja. Das ist ja eins dieser Phänomene, die ich selber nie erlebt habe und nur ganz, ganz selten gehört habe, dass man sich hier in R-Faktor auf Trümmern die Reifen platt fahren kann. Aha. Ja. Ich habe es aber schon zweimal live erlebt, also gesehen. Da bin ich zwar jetzt nicht, mich nicht sofort zwangsläufig vermutet, dass es, dass der Reifenschaden Folge des Überfahrens dieses Trümmerteils war. Aber der Fahrer hat mir das dann gesagt, es war alles in Ordnung mit den Reifen, es war nichts irgendwie, die waren noch nicht, bei weitem noch nicht abgefahren. Einfach über so ein Teil drüber gebügelt und halbe Runde später war der Reifen platt. Ja, wieder was gelernt. Ja. Ja, Stefan Kern ist mittlerweile auf der 10, ein Zehntel hinter Felix Appelt. Da ist er und schon vorbei. Genau. So, dann, jetzt weiß ich nicht, ob Stefan Kern es glaubt, dass es noch einen dritten Lauf gibt, wo er dann wieder auf 1 steht. Ja, super ärgerlich. Also der hat sicherlich den Speed gehabt, bei den beiden da vorne mitzufahren. Definitiv. Also 100 pro. Also wenn der im ersten Rennen den Alex versägen konnte, dann hätte er zumindest in dieser Zweiergruppe da vorne mit dranbleiben können. Er ist auch die aktuell schnellste Runde des ganzen Rennens gefahren. Gut, ja. Die beiden da vorne fahren keine schnellsten Runden. Das geht nicht, wenn man so eng hintereinander herfährt. Richtig. Aber eine 23,9 im Rennen ist schon mal eine Ansage. Ja. Mirko Wenzel wehrt sich hier mit Grasbatzen und Kies gegen sein. Oh, jetzt ist es aber eventuell genau der gleiche. Jetzt geht er durch. Jetzt geht er durch, aber draußen. Zu links. Ja. Diese Beschleunigungsphase hier ist besser, wenn man da weiter außen ist, aber jetzt ist er wieder außen. Oh, 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 oh. Meine Herren. Ja, also kurz dahinter ist gerade dann auch der Achim Krause am Mario Schilli vorbeigegangen und dann mittlerweile auf die 5 vorgefahren. Ja. Also es ist überall doch ein bisschen Bewegung. Toll. Definitiv.
Und wir sehen, haben hier wirklich, jetzt wenn wir mal die beiden Zauberer da vorne außer Acht lassen, ist das hier eine großartige Geschichte, weil die beiden Fahrer haben wir in der Konstellation, kann ich mich zumindest nicht erinnern, Andreas Oerlich und Mirko Wenzel. Und für Mirko Wenzel ist es, wie gesagt, würde es der erste Podestplatz. Das ist natürlich sicherlich... Ah, jetzt kommt der Angriff gleich. Ja, aber Wenzel ist da... Macht das clever, macht das super clever. Ja. Ja. Oh, ich glaube, jetzt hat er es übertrieben. Oder? Nee, ist ja nicht zu fassen. Ist ja nicht zu fassen. So, jetzt hier das, jetzt passt es aber. Ja. Ja. Das haben wir von Oerlich schon mal gesehen. Was qualmt denn da? Der Herr König. Der Herr König qualmt. Wo kommt der denn bitteschön her? Und da muss, der jetzt wieder vorne ist. Da müssen sie, ja, der Alex die ganze Zeit noch schon. Aber da muss es wohl geknallt haben. Denn die waren schon deutlich weiter weg. Und hier geht's immer noch im Parallelflug. Wenzel und Oerlich. Ja, wie geil kann es denn noch sein? So, jetzt müsste es aber für Oerlich sich ausgehen. Nein, 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 nein. Immer noch nein. Nicht. Wenzel hält dagegen und der bleibt wieder vorne. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt sind sie wieder nebeneinander. So, jetzt auf die Schikane. Das war jetzt eine komplette Runde. So, jetzt aber Oerlich vorne. Oh, hat gesagt. Ja, von wegen vorne. So. Also, das ganze Spiel nochmal von vorne. Ja, ist denn wahr? Wie geil kann's denn noch gehen? Ja, nicht zu toppen. Also eine ganze Runde, fast eine ganze Runde nebeneinander zu fahren, ist nicht zu toppen. Aber da vorne ist der andere jetzt vorbei am Alex. Das sollten wir uns gleich mal eben anschauen. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde das hier ein bisschen spannender, aber können wir gerne machen. So, dann gehen wir mal hier auf, genau. Hier haben wir sind jetzt im Replay. Und ich denke mal, es ist hier vor der Schikane. Nee, es ist ein, oh, hier der Fehler. Nee, war noch kein Fehler. Aber dann hier war der Fehler. Da war der Fehler. Alles klar. Ja, alles klar. So, also das war jetzt keine große Kunst, da vorbeizugehen. So, jetzt wird es natürlich spannend. Was passiert jetzt hier mit den Herrschaften? Nicht, dass der Alex wieder Reifenprobleme bekommt. Nee, der ist hängen geblieben. Der ist definitiv hängen geblieben. Da hat er noch Glück gehabt, dass er das Ding nicht frontal, die Boxenmauer da nicht frontal getroffen hat. So, Wenzel hat jetzt ein paar Zehntel Luft, also hier beim Überfahren der Sektorzeit 7/10. Ja, Kahn ist mittlerweile vorgefahren auf die 7. Ja. Ja, ich staune ganz ehrlich. Ich staune ganz wirklich über den Stefan Karnitz. Also ich bin mir ziemlich sicher, noch vor einem Jahr oder so hätte der Escape gedrückt nach so einer Aktion. Ja, und jetzt, wie gesagt, wieder Sitter und auch nur 9 Sekunden hinter den Führenden zurück. Also, ja. Das nach 17 Runden. Mhm. Und diesen Fehler. Ja, in der letzten Runde sind der André König und Alex Rambo 29 gefahren und 31. Also da waren mehr als ein Bock drin. Wäre schade, wenn der André den Alex da nochmal angeschoben hätte in der Mercedes Arena. Weil danach sah es ja aus, ne? Wir sind auf einmal so weit zurückgefallen wieder. Dass der Mirko und Wenzel und die Andreas Oerlich ja direkt dran waren. Okay. Also das ist hier wirklich... Ja, die beiden, die machen Spaß, ja. Ich glaube, ich habe es schon mal hier in dieser Rennserie erwähnt. Es gibt irgendwo in den Tiefen der Mediathek ein Rennen der GTR Racing League. Ach nee, das ist glaube ich da nicht mehr drin. Die WMV-Videos habe ich rausgetan. Mit Wirko Wenzel und Patrick Pleiss in der GTR Racing League in Imola. Wo das hier über, ich glaube, 2 Stunden so ging. Ja, in diesem, und zwar wirklich in diesem Abstand, wie die beiden jetzt hier fahren, Wenzel dahinter und Pleiss vorneweg. Also eigentlich umgekehrt. Und in der letzten Runde hat Pleiss einen kleinen Wackler und Wenzel geht durch. Es war unglaublich. Danach kannst du dich noch irgendwie ablegen, dann bist du doch fertig. Ausbringen, ja.
Wir gucken mal hier überhaupt in die Reihenfolge. Also, Andrzej König führt jetzt auch mit gut Vorsprung auf Alex Rambo. Auf der 3 haben wir die ganze Zeit hier gesehen, Mirko Wenzel und Andreas Oerlich. Auf der 4 jetzt gerade mal auf der 3. Jetzt übertreibt das aber gerade wieder und Wenzel dürfte wieder vorne sein. Genau so ist es. Machen wir mal einfach weiter. Auf der 5 Achim Krause, auf der 6 Mario Schili, ganz dicht dahinter Stefan Karnitz, also der wird da wohl auch gleich angreifen. Daniel Langer-Hegemann auf der 8, auf der 9 haben wir den Felix Appelt, auf der 10 Thomas Pache, auf der 11 Mike Kolosche, auf der 12 Hans-Peter Maid, auf der 13 Fred Dunke, auf der 14 Yves Mlekus, 15. Platz für Jörg Paschke, auf der 16 Andreas Braun, auf der 17 Michael Würz, 18 Kim Strohmann, 19 Dirk Sassmannshausen ausgefallen und auf Platz 20 ausgefallen der Jörg Komani. So. Andrzej König, schnellste Rennrunde, 23.866, das ist jetzt kein Brüller, da war er schon schneller unterwegs, aber das dürfte jetzt auch nicht mehr gehen mit den Reifen. Sind hier wieder zurück bei Platz 3 und 4, Mirko Wenzel und Andreas Oerlich, die hier gar... Oh, Wenzel ist an 2 draus hier! Und jetzt ist Oerlich durch. Jetzt ist er durch, jetzt müsste er auch in der nächsten Kurve vorne sein. Ja, hier kommt, er lässt noch Platz, aber das dürft's gewesen sein. So, jetzt kommt der Krause auch noch dazu. Ja. Aber ein schönes Dreierpaket ist hier in der letzten Runde oder vorletzten Runde. Ja, das ist ja krausartig. Meine Güte. Ja, ärgerlich. Das war genau dieser Wackler, den du vorhin da erwähnt hast in Imola, den ist jetzt hier dem Wenzel passiert. Ja. 5 Meter zu spät gebremst, eine große Linie gefahren, die hier vorher auch schon 2-3 Mal gefahren ist. Man kann sie ein bisschen weiter ausfahren, weil man dann eben innen bleiben kann in der nächsten Kurve. Aber diesmal waren es einfach ein bisschen zu weit. Ja. Und dann konnte der Oerlich dann vor sein an der nächsten Linkskurve. Mann, Mann, Mann. So, gut. Spannend. Schade, schade um den schönen Zweikampf. Ich hoffe mal nicht, dass Oerlich jetzt wirklich schneller ist. So, dass Wenzel da noch ein bisschen dranbleiben kann. Da ja, ist es passiert! Was ist das denn gewesen? Ich dreh durch. Oh, und Krause gibt ihm ja auch eine mit. Alter Schwede. Was machen die denn hier? Krause lässt ihn aber scheinbar wieder durch. Wir gucken uns das mal an hier. Ich glaube nicht. Nee, doch nicht. Also irgendwie musste Oerlich da anscheinend mächtig in die Eisen steigen und hat deutlich Schwung verloren. Das macht ärgerlich. Ach du Heilige Mann. Ich dreh durch. So, gucken wir nochmal an hier, die Aktion. Replay. Ups. Der falsche. Nee, ist nicht der falsche, sondern es ist zu schnell. Und, oh, nee, auch das ist, doch, das doch, ist Oerlich. Ja, ja, genau. Oerlich hier auf die Schikane, verbremst sich und muss total runterbremsen. Und da kommt der Wenzel hier, jetzt guckt euch das doch mal an. Perfektes Timing. Ja, genau in dem Moment, wo der Oerlich die Lücke aufmacht, ist er da und schießt durch. So, und was passiert jetzt hier mit Krause? Oh, das war ein bisschen optimistisch. Das gebe ich zu. Da kann man ärgerlich sein als Andreas Oerlich. Jo. Ja, da muss man aber mit rechnen. Man ist, hat einfach den Schwung nicht, man ist langsamer. Ja. Da muss man den Augenspiegel haben, dass da jemand reinsticht, ist einfach zu erwarten. Oh Mensch, wir haben einen Gewinner! Ach du meine Fresse, schon wieder ein Gewinner, der fährt auch noch rückwärts hier. Herzlichen Glückwunsch, Andrzej König, Platz 2 für Alex Rambo, Platz 3 für Mirko Wenzel mit Bruchteilen von Sekunden vor Achim Krause und Andreas Oerlich. Ach du meine Nase. Unglaublich, ein unglaubliches Finish, was wir hier in den letzten 2 Runden erlebt haben. Wahnsinn. Mir fehlen echt die Worte. Ja, Stefan Karnitz auf der 6. Daniel Langer-Hegemann auf der 7. Mario Schili 8. Was? Hier, guck dir. Ja, als okay. Spinner die. Ja, aber immer noch schöner, als hier irgendwie dusselig sich die Autos kaputt zu fahren, wie man das in anderen Serien sieht. Das finde ich immer ganz schrecklich. Also, es ist sowas von unreal. Ich meine, ich kann es zwar verstehen, dass man da ein bisschen ausflippt, aber da kann man auch ein paar schöne Donuts drehen. Jetzt guckt ihr diese Karotten an hier. Ah, tolles Bild, oder? Ja,
Ja, genau. Und das krieg das ging jetzt wohl mal ein bisschen daneben. Ja. Also Porsche freut sich. Gibt wieder jede Menge Ersatzteile. Herzlichen Glückwunsch nochmal hier an Andrzej König. Auch den zweiten Lauf fährt er nach Hause und damit hat er jetzt hier für seine Meisterschaft alles getan, was zu tun wäre in dieser Zeit. So, jetzt machen sie hier Ballett. Ziemlich großartige Kiste. Und jetzt gibt es hier oben noch schön ein paar Donuts. Ganz wunderbar. Ja, so wollen wir das sehen. Genau. So, aber ich denke mal, Mann des Tages oder Männer. Hallo Mirko, du kannst jetzt in die Box kommen. Ah ja, okay. Mirko Wenzel tatsächlich hier erstmalig auf dem Podest. Wir werden mal schauen, ob wir die Herrschaften jetzt hier auch zum Interview bekommen. So. So, dann hätten wir gerne. So, da geht's los. Jens, machen wir wieder Arbeitsteilung. Ich nehme mir die ersten drei, du die zweiten. Ja, gerne. Im Prinzip mache ich es dir ganz einfach, weil du dann die zwei kriegst, die jetzt hier im ersten Lauf auch schon mal irgendwie mit auf dem Podest waren. Eigentlich müsste man den Alex und den Stefan so, könnt ihr so reden, wie ihr gefahren seid, nämlich gleichklangig. Sprich, ihr sagt dasselbe und das dann halt in Stereoton, so das war, weil es war grandios. Ich weiß jetzt nicht, wen ich jetzt zuerst befragen soll. Ich denke mal schon den Stefan. Stefan, bist du da überhaupt da? Ja, da ist er. Na. Ja, gut, den zweiten Lauf vergessen wir mal ganz schnell, auch wenn du da noch ein geiles Rennen gefahren bist. Aber nehmen wir uns mal den ersten Lauf vor. Ich meine, wo kam zum Schluss der Speed her? Hast du Reifen eingeteilt oder was war los? Weil du warst der absolut schnellste auf der Strecke, weit und breit. Und das mag ich noch bezweifeln, aber Doch, war so. wenn du das sagst, dann wird das wohl so stimmen, aber das bringt ja auch alles nichts, wenn der André da vorne wegfährt mit 15, 16 Sekunden Vorsprung, dann bringen dir die schnellen Runden dann vielleicht auch nichts. Früher anfangen. Aber der Zweikampf mit Alex, ich meine, das war ja wirklich auf den Punkt. Also ganz, ganz, vor allem das Überholmanöver, ganz grandios gemacht. Da wird vielleicht auch der Alex dann noch was zu sagen können. Aber erzähl's mal aus deiner Sicht, bitte. Ich war sehr überrascht. Ich glaube, das würde jeder tun in dem Moment, wenn er in dieser Situation wäre, dort irgendwie lang zu fahren. Dass es dann funktioniert hat, war dann mit Sicherheit noch ganz gut. Das Blöde war, in beiden Rennen, ich hatte keine Spiegel, ich wusste weder, wo links jemand ist, noch hinter mir, noch rechts, also musste ich irgendwie immer ja, nach Gefühl fahren. Und das hat mir dann im zweiten Rennen dann auch ein wenig, ne? Ja, das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Auf alle Fälle herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz, das muss man ganz klar sagen. Und ich habe dich jetzt hier deswegen vorgezogen, weil, wie gesagt, der Alex ist ja nun fast in jedem Rennen zu hören. Aber das nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zum Drittplatzierten, nämlich zum Alex Rambo. Herzlichen Glückwunsch, Alex, dritter Danke. Platz. Zum Zeitpunkt des Überholmanövers hattest du aber noch keinen Reifenschaden. Und meine zweite Frage wäre, oder ist eine Frage, die zweite Frage wäre, war das Überholmanöver oder dein wildes Bremsen in die erste Kurve rein, war das ursächlich für den Reifenschaden oder glaubst du, dass es ursächlich war? Ja, also wo der Stefan dann dran war, da waren meine Reifen schon so fertig,
Und ja, unten, wo du meinst, unten Mercedes Arena beim Anbremsen war schon so ein kleiner Anhaltspunkt für den kaputten Reifen vorne links. Der war dann nämlich in der nächsten Kurve ging der so über die Vorderachse, dass der schon unfahrbar war. Und dann letztendlich an der Kurzanbindung hat er sich dann irgendwo aufgelöst, der linke Vorderreifen. Und damit war die Sache halt durch. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass du auch mit diesem dritten Platz noch ganz zufrieden bist, nämlich einfach deswegen, weil du ein ziemlich geiles Rennen gefahren hast. Ja, auf jeden Fall, hat auch sehr viel Spaß gemacht und ja, letztendlich war ich hier nicht so richtig konkurrenzfähig. Also ja, war halt einfach so, dass mir ein bisschen der Speed fehlte hier und ja, war auf jeden Fall noch ein toller Fight mit Stefan da die letzten paar Runden. Dachte vielleicht, wenn die Reifen halten, kannst du vielleicht noch so lange aufhalten, aber dann kam der Fehler und der kaputte Reifen und dann war vorbei. Aber trotzdem absolut zufrieden mit P3. Ja. Ja. Kommen wir zu Angie. Angie, herzlichen Glückwunsch natürlich zum ersten Platz. Völlig unerwartet, aus meiner Sicht, muss ich ganz klar sagen. du bist ja nun durch die Strafe da von Platz 3 gestartet. Hast, glaube ich, einen recht guten Start gehabt. Du warst sehr, sehr schnell vorbei an Alex. Also im Gegensatz zum zweiten Rennen war das ja schon fast eine Startüberholmanöver so. Ne? Also gut, war nicht ganz am Start, aber wir haben es nicht gesehen. War es ein Fehler von Alex oder hattest du einfach ein bisschen mehr Glück? Ja, gut. Alex hatte mich denn im ersten Rennen vorbeigelassen. Oh. Weil er meint hatte, er kann es eh nicht halten. Da habe ich ihn erstmal angemeckert, ob er nicht ganz dicht ist. Ja, das gibt sofort 5 Startplätze fürs nächste Rennen. Weil, da habe ich mich schon gewundert, aber ja, er hat gesagt, er kann den Speed nicht gehen und von daher hat er mich dann durchgelassen, bevor wir dann eine riesen Traube hinter uns haben, weil wir da fighten wie die Blöden. Ja, gut, mit unserem Rennsetup hat es nicht ganz so hingehauen, da unsere Reifen extrem kaputt waren am Ende. Also vorne links hat keinen roten Punkt mehr vorne, also Wunder, dass der nicht noch in der Auslaufrunde da kaputt gegangen ist. Aber so an sich, ja, was soll man dazu sagen? Erster, ja, ist toll, ne? Von daher. Ja, klar. Ja, waren sauber drin, gut durchgekommen und ja. Ich denke mal, der Jens wird dich jetzt zum zweiten Lauf da noch ein paar andere Sachen fragen. Und bevor der Jens anfängt mit dem Mirko Wenzel, Mirko, von mir die allerherzlichsten Glückwünsche. Wie geil war das denn? Also großartig. Imola 2007, ich werde es nie vergessen. Aber jetzt übergebe ich an Jens und der Jens darf das jetzt mit dir machen. Ich könnte es nicht, ich würde mit dir ja nicht fertig werden hier. Wieso, was war denn da noch? Mirko, ich kann dich eigentlich auch nur feiern, also das, was ihr uns da abgeliefert habt, du und Andreas Oehrlich und zum Schluss auch noch der Achim Krause, das war atemberaubend, das war Rennsport, wie jeder Rennsport-Fan ihn sehen möchte. Letztendlich mit dem besseren Ende für dich, erzähl mal, wie du das erlebt hast. Ja, erstmal Glückwunsch an die anderen auf dem Podium und die Sieger natürlich. Das zweite Rennen war endlich mal ein Rennen nach meinen Vorstellungen, es hat richtig Spaß gemacht. Und zwei beziehungsweise mehreren fairen Gegnern kann man das auch so fahren. Da kennt man halt gleich, ob der andere mitspielt oder nicht. Und der Andreas hat das super mitgespielt. Und das ist halt eine geile Sache und so sollten die Rennen sein. Ist euch eigentlich bewusst, dass ihr fast eine komplette Runde nebeneinander gefahren seid? Also komplett weiß ich nicht, zumindest im zweiten Sektor kann ich mich dran erinnern, den ganzen zweiten Sektor. Es war also vom Beginn der Startziel oder Mitte Startziel bis kurz vor da hinten die schnellen NGK-Schikane, war hier fast durchgehend nebeneinander. Also total beeindruckend. Und am Ende waren noch ein paar Verschiebungen da. Erzähl mal, was war da los? Ja, dann kamen die Fehler mit den abbauenden Reifen, beziehungsweise die zwei Jungs vor uns, die haben da irgendwelche Spielchen gemacht. Der Andre und der Alex sind immer langsamer geworden und hat immer mehr gequalmt an irgendwelchen Ecken und Enden. Ich weiß nicht, ob die einen Parkplatz gesucht haben oder irgendwas, aber jedenfalls hat mich das ein bisschen aus dem Konzept gebracht und dann kam ein kleiner Fehler ins Spiel, den hat Andreas natürlich gleich ausgenutzt
Hat aber nicht lange gehalten, weil er dann oben in der Indycar-Schikane fast sein Auto weggeschmissen hätte an diesen Strohballen da. Und dann konnte ich zum Glück wieder vorbei in der vorletzten Runde. Ja, das haben wir gesehen. Also dein Timing war da perfekt. Das Auto rutscht nach links weg, die Lücke wird frei und dein Auto fliegt da durch. Also Respekt für dieses Timing. Ja, Augen zu und durch. Das war nur Glück. Ja, genieße dein Podium. War ein tolles Rennen, was du uns hier geliefert hast. Jo, schönen Dank. Alex, kommen wir mal zu dir. Kurz zum ersten Rennen. Ich habe im Vorfeld gesagt, ich erwarte eigentlich, dass der Alex den Andrzej lange aufhalten kann. Das war dann irgendwie schnell gegessen. Im zweiten Rennen hast du genau das gemacht, was ich da schon erhofft hatte. Da hast du den Andrzej schön lange hinter dir gehalten. Aber letztendlich hat es nicht gereicht. Woran lag's? Ja, auf jeden Fall. Ein erstes Mal war es ein wirklich geiles Rennen, so absolut nach meinem Geschmack. Und ja, konnte wirklich Andrzej lange hinter mir halten. Und natürlich auch durch die Sache, dass Stefan sich da gleich zu Anfang gedreht hatte, hatte man natürlich vorne ein bisschen Luft, um da so ein bisschen, ja, schön zu fighten, sag ich mal. Und ja, dann war irgendwann 5-Runden-Verschluss oder 6-Runden-Verschluss der kleine Fehler da im wo die Anbindung ist, die Kurzanbindung, und dann war Andrzej halt durch. Und ab da an war eigentlich klar, so wie Andrzej einmal vorbei ist, dann fährt er mir weg. Also ja, noch länger ging es nicht, ihn aufzuhalten, und von daher war er irgendwann dann weg. Wir haben das ja beobachtet, der Andrzej war zwischendurch auch sehr aggressiv unterwegs. Er hat ja auch das eine oder andere Mal ein wenig angeschoben, dich auch mal halb umgedreht. Was empfindet man da als Vorwegfahrender? So, ist natürlich ein extremer Druck, wenn jemand wie Andrzej da Stoßstange an Stoßstange fährt und dann 15 Runden lang immer dieselbe Leier. Aber ist natürlich auch irgendwo, ist irgendwo so ein Nervkitzel, so zu fahren, und man kennt natürlich den Gegner so ein bisschen, und von daher macht es auch Spaß, wenn man ihn so ein bisschen ins Boxhorn jagen kann in der einen oder anderen Ecke. Und ja, aber okay. Letztendlich muss man wirklich sagen, war schon extrem, was heißt extrem langsam, aber habe Andrzej da schon so ein bisschen aufgehalten. Aber ja, so ist halt Rennsport und hat Spaß gemacht. Ist ja auch dein gutes Recht als Vorwegfahrender, ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Gut, die zwei. Okay. Daher. War also für dich alles im grünen Rahmen, also im grünen Bereich? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte meinen Spaß, und Andrzej war, denke ich mal, auch sehr zufrieden letztendlich und hatte eine Menge Spaß. Und nee, von daher absolut zufrieden. Ja, wunderbar. Dann kommen wir mal zum doppelten Laufsieger, Andrzej König. Auch meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Wie ich gerade schon mal beim Alex gesagt habe, wir fanden das zwischendurch ein bisschen zu aggressiv, es war so grenzwertig, sah es für uns aus. Erzähl mal. Ja, gut, dann weiß man ja langsam, dass ich immer ein bisschen die Grenze austeste oder beziehungsweise leicht vielleicht mal ein bisschen drüber bin. Aber meiner Meinung nach, gut. Also das ist jetzt kein Formelwagen, da kann man ruhig mal Stoßstange an Stoßstange fahren, meiner Meinung nach. Von daher, ja, nee, war ein super tolles Rennen, das hat extrem viel Spaß gemacht. Alex, ich habe unterwegs gesagt, das gibt's nicht, da kommst du nicht vorbei, habe ich mir gedacht, bis zum Schluss. Ich dachte, meine Güte, und der ist so, ja, weiß ich nicht, ich sag, du alter Knochenjunge. Das gibt's nicht. Also ich habe keinen Weg gefunden, irgendwie an Alex vorbeizukommen. Also das war echt geil. Also das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin auch völlig durchgeschwitzt. Ich musste mir gleich einen anderen Stuhl holen, weil mir schon der Rücken wehgetan hat. Also war wirklich ein Hammerding von Alex. Also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und also so wünscht man sich das auch. So, also ich fand das wirklich toll. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ja, durch Alex seinen Fehler konnte ich dann nachher profitieren. Sonst wäre ich da nicht vorbeigekommen. Wenn Alex keinen Fehler gemacht hätte, das hätte nicht funktioniert. Der weiß halt ganz genau, wie man seine Linie verteidigt und alles. Und von daher kann man noch so viel schneller sein, da ist kein Vorbeikommen bei so einem Kaliber.
Ja, wunderbar. Schön, dass ihr viel Spaß hattet. Wir hatten den Spaß definitiv beim Zuschauen, Lutz, oder? Wo habe ich das Ding überhaupt an hier? Ja, auf alle Fälle. Also ganz, ganz grandios. Es sah am Anfang so ein bisschen danach aus, im zweiten Lauf, dass sich dieses Spannungsverhältnis vom PMSC, wo ja im ersten Lauf nicht so wahnsinnig viel los war, dafür im zweiten. Hier war heute der erste Lauf aus meiner Sicht ein absoluter Kracher, wurde dann so ein bisschen zäh, aber dann zum Ende hin oder ab der Hälfte war da natürlich dann mit eurem Fight, mit Mirko und Andreas Oerlich, Achim Krause, auch im hinteren Feld da noch richtig was los. Also sensationell geiler Motorsport heute Abend wieder. Also ich bin immer und immer wieder nur begeistert. Ja, kann ich nur so zurückgeben und ich freue mich auf das nächste Rennen. Genau, so, dann würde, ja, so, jetzt muss ich mich ja mal langsam konzentrieren. Dann würde ich sagen, eine wunderschöne Woche euch allen und wir sehen uns wieder nächste Woche zum World Cup hier auf Simrace TV, hier im GT3, im GT3-Cup.net und ja, und dann werden wir euch ja höchstwahrscheinlich alle nochmal wiedersehen und dann ja, gucken wir mal, wie wir in Adelaide, am Straßenkurs von Adelaide hier unsere Runden ziehen. Ich wünsche euch allen alles Gute. Wir sehen uns wieder spätestens nächsten Montag. Alles gut. Bis dann. Tschüss. Und Jens, wie immer, recht herzlichen Dank. Lutz, wie immer, liebend gern. Bye bye. Tschüss.